Sims und Filmfreaks, aufgepasst! Es ist wohl derzeit ein Sims-Kinofilm in Arbeit. Alles zu dieser überraschenden News gibt's jetzt. Tatsächlich sind Gerüchte zu einem Film rund um die Sims gar nichts Neues. Bereits in der Vergangenheit, bis ins Jahr 2007, gab es immer mal wieder Hinweise auf einen Film mit Sims-Bezug, die sich aber bisher immer im Sande verlaufen haben. Jetzt wird es aber deutlich konkreter, wie verschiedene Filme-News und Insider-Websites, unter anderem Hollywood Reporter, berichten, arbeitet die Produktionsfirma Lucky Chap gerade an einer filmischen Adaption der Sims. Um was es genau geht, ist derzeit noch nicht bekannt, umso mehr wissen wir dafür aber um mögliche Beteiligte. Margot Robbie, die ihr bereits aus dem im letzten Jahr veröffentlichten Barbie-Film kennt, ist Teil der Produktionsfirma und hat bereits als Rolle des Barbie-Hauptcharakters und gleichzeitig als Produzentin mitgearbeitet. Vielleicht wird sie dann auch wieder im Sims-Film eine größere Rolle spielen. Als Drehbuchautorin sind derzeit Kate Herron und Bryony Redman bekannt. Auch wenn das alles schon sehr konkret klingt, haben wir bisher keinerlei Infos, wann dieser erscheint. Ich vermute mal, dass es noch mehrere Jahre dauern wird. Aus meiner Sicht sind die Hinweise aber echt realistisch, gerade da der Barbie-Film durch seinen Bezug auf ein echtes Spielzeug irgendwie vergleichbar mit den Sims ist. Ich kann mir aber immer noch nicht ganz vorstellen, wie das Konzept der Sims in den Film eingearbeitet wird. Spiegeln vielleicht die Charaktere aus dem Film einfach nur die Art der Sims wider? Oder sind einfach alle Darsteller echte Sims? Ganz egal, wie der Film letztendlich wird, ich liebe jetzt schon die Memes der Sims-Community zu diesem Thema. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr weiterhin über Sims auf dem Laufenden gehalten werden wollt, und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von einem Sims-Film haltet. Also dann, bis zum nächsten Video.